Forum Ernährung heute. Sachlich, informativ, am Punkt. Weiß-grau oder rosa, feinrieselig, grobkörnig oder doch als Flocken vom Berg oder aus dem Meer. Salz war und ist nie einfach nur Salz. Wir reden heute über das weiße Gold. Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur 18. Ausgabe von FEH Live im Talk. Mein Name ist Marlies Gruber, ich bin Geschäftsführerin des Forum Ernährung heute und darf zwei Expertinnen zu diesem Thema herzlich begrüßen. Dr. Dagmar Brüggemann, sie ist vom Max-Rubner-Institut, Deutsches Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel und Leiterin des Instituts für Sicherheit und Qualität bei Fleisch. Und Frau Maria Leopold, sie ist Diätologin am LKH Universitätsklinikum in Graz und externe Lehrende in der FH Joanin. Vielen Dank fürs Dabeisein und dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wenn Sie Fragen im Chat haben, dann, oder wenn Sie Fragen haben, dann posten Sie sie bitte in den Chat. Und ja, ich glaube, wir können gleich direkt ins Thema einsteigen. Unabhängig, woher das Salz stammt, ob vom Berg oder aus dem Meer, ob aus Hallstatt oder vom Himalaya, es sind immer 95-97% Natriumchlorid enthalten, NaCl. Ein paar Mineralien noch, Kalium und Magnesium, die aber nur in Spuren vorhanden sind und nur unwesentlich zur Versorgung beitragen. Frau Leopold, können Sie uns vielleicht zu Beginn einmal erklären, was macht das Salz in unserem Körper, welche Aufgaben hat es, wozu brauchen wir eigentlich das Salz? Einen schönen guten Tag auch allen. Ja, wofür brauchen wir das Salz? Auf der einen Seite spielt es eine sehr wesentliche Rolle in der Regelung des Wasserhaushalts. Auf der anderen Seite beeinflusst es auch den Blutdruck. Und es ist auch so, dass es auch sehr wichtig ist für die Regelung des Säure-Basen-Haushalts und für die Muskelfunktion bzw. für Nervenfunktionen. Das sind einmal die wesentlichen vier Hauptaufgaben des Salzes im Körper. Und müssten wir Salz immer wieder neu zuführen oder speichern wir es auch? Es wird schon gespeichert, weil es ist ja auch im Interzellulärraum und im Extrazellulärraum gespeichert, aber ohne Salz auf Dauer würde es nicht gehen, da wir in einen Mangel hineinkommen würden, eine sogenannte Hyponatremie, die dann sehr wohl mit negativen Folgen verbunden ist. Dankeschön, Frau Dr. Brüggemann, Salz ist ja jetzt nicht nur physiologisch bei uns im Körper wichtig. Wir wollen es nicht nur als Geschmacksträger immer wieder auf der Zunge spüren, sondern es hat ja auch in der Lebensmittelverarbeitung, in den Lebensmitteln eine ganz wesentliche Funktion. Gerade wenn wir ans Konservieren denken, wird es ja seit je verwendet. Aus Ihrer Funktion heraus, können Sie uns mal erklären, wozu setzen wir in der Lebensmittelverarbeitung das Salz ein und welche Aufgaben übernimmt es hier? Ja, das Salz spielt also eine riesige Rolle und vor allen Dingen ist es ja, wie Sie das schon richtig sagten, der erste Konservierungsstoff, den wir eigentlich hatten, also schon lange vor Kühlschränken durch die Austrocknung von Lebensmitteln. Aber im Grunde genommen haben wir unterscheiden wir zwischen drei sehr wesentlichen Funktionen. Einmal der technologischen Funktion, einer geschmacklichen Funktion und eben der konservierenden mikrobiologischen Funktion. In der Technologie ist es die technologische Funktion, ist eigentlich, dass das Salz einen sehr großen Einfluss auf das Löslichkeitsverhalten von der Inhaltsstoffe hat und auch praktisch den Phasenwechsel vom also festförmigen Zustand zum gasförmigen Zustand verschiebt. Und das bedeutet dann einmal, dass wir, wenn wir einen Rohstoff haben, und verarbeiten, dann wird eben außerhalb von einem mechanischen Krafteintrag das Salz eben auch als chemisches Lösungsmittel genommen, um die Proteine aufzulösen, damit die dann hinterher wieder nach der Erhitzung zusammen mit der Erhitzung ein Netzwerk falten können und wir die Texturen machen können, die wir gerne hätten.
Und im Fleisch ist es besonders wichtig, also das Muskelfleisch, da werden die Hauptmuskelproteine angelöst, aber auch für den Brotteig hat es auch, also auch eine Wirkung auf die Proteine im Mehl, um da zu strukturieren. Die geschmackliche Wirkung, die kennen wir alle. Das ist uns sehr vertraut. Wir wissen, dass selbst wir haben Salz in allen Lebensmitteln, selbst in süßen Lebensmitteln setzen wir eine Prise Salz zu, um den wirklich guten Geschmack zu haben. Da haben wir eine starke Prägung. Und in der Mikrobiologie ist es eben so, dass die Bakterien ausgetrocknet werden durch einen hohen Salzanteil und teilweise eben absterben können oder eben auch nicht überleben können, weil das Salz im Lebensmittel, das Lebensmittel praktisch das freie verfügbare Wasser entzieht und es so trocken wird, dass die Bakterien dann eigentlich auch nicht mehr überleben können. Insofern haben wir hier sehr wichtige Funktionen. Ohne Salz könnten wir uns unsere Lebensmittel, wie wir sie heute haben, gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall. Ne? Sie haben ja vor allem im Bereich Fleisch zu tun. Da kommt man sehr schnell auch auf das Thema Nitritbröckelsalz. Wollen Sie vielleicht gleich zu Beginn auch da nochmal erklären, warum wir das zusetzen, warum wir das brauchen? Das Nitritbröckelsalz ist ein weiterer Konservierungsstoff, den wir auch nochmal zur Unterstützung vom Salz nehmen. Das Nitrit selber hat die besondere Eigenschaft, dass es sich an den Hämmolekülen anlagert. Das heißt, das Myoglobin ist der Farbstoff vom Fleisch im Muskel, der auch verantwortlich ist für die Sauerstoffbindung. Und durch die Anlagerung bekommt man zum einen eine sehr gute Farbe und Farbstabilität. Das ist diese klassische rote Fleischfarbe in den Produkten und im Schinken, die wir alle kennen, die ausbleiben würde, wenn man es nicht zusetzt. Und zum anderen ist es ein Oxidationsschutz. Durch die Fette, durch den hohen Eisengehalt in den Hämmolekülen, die als Prooxidant wirken, neigen Fleischwaren dazu, sehr, sehr schnell ranzig zu werden. Und wenn man kein Nitrit zusetzt. Und das ist auch noch eine ganz, ganz große Wirkung. Und die dritte Wirkung, das ist dann oft die bekannteste, ist die antimikrobiologische Wirkung. Nitrit-Bökelsalz ist besonders wirksam gegen Clostridium botulinum, einer der gefährlichsten Keime in Lebensmitteln und der eben besonders hohe Temperaturen braucht, um abgetötet zu werden, die man oft in den Verarbeitungsprozessen nicht erreicht, also auch zu Hause nicht erreicht. Aber es wirkt eben nicht nur gegen Clostridium botulinum, sondern es wirkt eigentlich auf also die meisten Bakterien und hemmt Bakterienwachstum. Denn nicht zuletzt gibt es noch eine weitere Wirkung. Wenn wir sagen, wir bekommen die anderen Prozesse in den Griff und setzen es nicht zu, dann werden die Verbraucher trotzdem, glaube ich, ein bisschen unglücklich sein, weil es eben auch einen ganz typischen Geschmack produziert, an dem wir uns sehr gewöhnt haben und den Pökelgeschmack eben und der sehr beliebt ist. Wir sind eben Gewohnheitsmenschen, auch was den Geschmack betrifft. Ja. Frau Leopold, was von gesundheitlicher Sicht, wie sehen Sie hier das Nitritbröckelsalz? Ja, auf der einen Seite meint man, wenn man zu viel Nitritbröckelsalz zu sich nimmt, gibt es einen kleinen Zusammenhang mit dass da quasi sich das Nitrite mit Amine verbinden und dass da sogenannte Nitrosamine entstehen, die eigentlich leicht krebserregend sein könnten. Auf der anderen Seite wissen wir sollen ja nicht so viel Fleisch und Wurstwaren zu sich nehmen. Und wenn man sagt, wenn man dreimal in der Woche Fleisch essen kann und davon einmal ein verarbeitetes Produkt, ob das jetzt dann eine Wurst ist oder ein Fleischaufstrich, Nitritbröckelsalz wird meist drinnen sein, dann wird diese kleine Menge keine Rolle spielen. Das ist so ein kleiner Faktor, wo ich sage, ich sehe eigentlich überhaupt keine Relevanz darin, dass das langfristig gesehen einen Schaden hat.
weil nach den jetzigen Empfehlungen wir keine großen Mengen aufnehmen sollen. Und ich würde es als sehr übertrieben finden, wenn man jetzt Angst davor hat, aufgrund dieses Lebensmittels Krebs zu bekommen. Also ich sehe da überhaupt kein, ich habe nichts dagegen, wenn meine Patienten oder die Leute einfach verarbeitete Produkte zu sich nehmen, unter dem Aspekt des Nitritbükelsalzes. Weil ja jetzt auch die Grillsaison bald wieder startet, gibt es die Empfehlung, auf keinen Fall gepökelte Ware auf den Grill zu legen, weil ja sehr, sehr hohe Temperaturen beim Grillen entstehen. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden möchte vielleicht hier zum Thema Grillen und gepökelte Ware noch etwas sagen. Ich glaube, was eine gesundheitliche Frage ist, wäre es Frau Leopold, nicht? Ja, im Prinzip ist es so, wenn das jetzt braten oder gegrillt wird, dann werden vermehrt solche Nitrosamine entstehen. Und es ist in Österreich so, zum Beispiel, da gibt es diesen sogenannten Surbraten, wo einfach das Geböckelte dann noch gebraten wird im Rohr in verschiedenen Bundesländern. Oder das Grillen vom Geböckelten ist natürlich auch ein Thema. Da wird sicher wieder darauf ankommen, wie oft mache ich das, und es ist sicher keine Zubereitungsmethode, die man täglich die man häufig anwendet. Wenn man ansonsten gesund ist, hätte ich kein Problem damit, wenn das Leute hin und wieder machen. Aber ich würde es nicht gezielt empfehlen. Schauen Sie, dass das entsprechend, dass Sie oft geböckeltes Grillen. Oder braten in dem Sinn. Da kommen wir ja auch schon ein bisschen zum generellen Thema Aufnahme und Menge. Der Schätzwert für die angemessene Zufuhr an Natriumchlorid liegt bei 1500 Milligramm am Tag. Das sind ungefähr 4 Gramm. Die WHO empfiehlt 5 Gramm. Laut österreichischem Ernährungsbericht liegen wir bei der Aufnahme irgendwo bei 6 bis 8 Gramm am Tag. Was passiert denn auf der einen Seite, wenn wir zu wenig aufnehmen, und auf der anderen Seite, was passiert, wenn wir deutlich zu viel aufnehmen, Frau Leopold? Gehen wir mal davon aus, dass die Leute eher zu viel aufnehmen, dann kann es auch beim gesunden Personen zu einem leichten Blutdruckanstieg kommen, aber im Normbereich. Und wenn man sich dann langfristig aber überlegt, wenn ich ein Leben lang immer etwas höher im Normbereich mit dem Blutdruck bin, dann kann das ja wohl auch im Alter dann eine Rolle spielen, dass es einfach zur Veränderung der Gefäße kommt und letztendlich auch wir einen indirekten Faktor für kardiovaskuläre Ereignisse haben. Ist ein Faktor von vielen. Wenn wir Patienten haben oder wenn wir Menschen haben, die zur Hypertonie neigen, dann oder wo eine diagnostiziert wurde, dann wenn Menschen salzsensitiv sind, der Hypertonus ja wohl beeinflusst im negativen Sinn durch eine hohe Salzzufuhr, und damit kommen auch die Folgeschäden vom Hypertonus im Laufe des Lebens zum Tragen. Auf der anderen Seite ist es so, essen wir zu wenig, da nehmen wir sehr wenig auf, so wie es vorgegeben ist mit diesen 4 Gramm, so sehen wir, das kommt ja sehr selten vor, aus den kontrollierten Studien. Oder eben, wenn jetzt Patienten über Jahre hindurch sich salzarm ernähren, weil sie ja so lange schon mit dem Bluthochdruck schon zu tun haben und sie das schon vor 30 Jahren vom Hausarzt gehört haben und sich immer besser in das hineingefunden haben und dann im Laufe des Lebens dann noch Medikamente dazu bekommen, die das Wasser das Natrium aus dem Körper ausschwemmen, also Diuretika, dann sehe ich das schon immer wieder, dass es zu einer Hyponatremie mit Folgen kommt. Die Patienten sind schwach, es geht ihnen nicht gut, sie spüren es und sie meinen, sie tun sich was Gutes, aber im Grunde genommen sind die Salzspeicher wirklich entleert und der Mensch braucht dann sehr wohl wieder zusätzlich Natrium zugesetzt. Das ist nicht zum Unterschätzen, weil wir auch im Gegensatz zur Hypertonie auch erhöhtes Mortalitätsrisiko haben, wenn Menschen zu wenig Natrium auf Dauer aufnehmen. Das sieht man nicht so häufig. Ja? Eher also im medizinischen Bereich. Wir haben wie so oft eine J-Kurve sozusagen, also dass das Risiko erhöht, wenn man deutlich zu wenig aufnimmt.
ideal, natürlich im idealen Bereich, ungefähr bei der Schätzwert, bei der Zufuhr, bei der idealen Zufuhrmenge. Und dann steigt das Risiko eigentlich bei salzsensitiven Menschen vor allem stark an. Vielleicht sollte man hier noch kurz erwähnen, wo das gezielt zu beobachten ist, wenn Patienten eine sogenannte Becksonde haben, über Sondennahrung ernährt werden. Und dort ist eigentlich die Natriumzufuhr sehr niedrig angesetzt, genauso wie es eben empfohlen ist, mit diesen 1400 Milligramm Natrium pro Tag. Und dort merkt man das dann sehr wohl über Jahre, dass die dann ins Spital eingeliefert werden mit dem Folgeschäden der Hypernatremie. Und im Alltag schafft man das schlecht. Aber dort wird das ja gezielt so wenig zugeführt, wo man dann schon denkt, hoppala, auf Dauer ist das natürlich nicht erwünscht. Lassen Sie uns vielleicht noch zu den Salzsensitiven kommen. Zum einen vielleicht noch kurz erklären, was bedeutet denn das tatsächlich? Und zum anderen, wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Salzsensitiv bedeutet, dass man sagt, es wird Natrium oder Kochsalz zugeführt und man schaut, wie reagiert der körpereigene Blutdruck darauf. Und da wird dann von den Untersuchern festgelegt, dass man sagt, man ist salzsensitiv, wenn der Blutdruckanstieg um 10 mm Hg zum Beispiel sich bewegt. Ja. Oder es gibt auch, also es hängt immer von den Untersuchenden ab, ob wann man als wirklich salzsensitiv gilt, je nachdem, wie hoch diese Spanne ist. Ja, aber meist wird es mit einem Blutdruckanstieg von 10 mm Hg betrachtet. Aber auch im Gegensatz dazu, wenn ich weniger Salz zu mir nehme, fällt dann der Blutdruck auch ab. Also steigt mein Blutdruck an bei einer Salzzufuhr. Und auf der anderen Seite muss er auch runtergehen, wenn man dann Salz reduziert. Und man kann sagen, dass, also man meint, dass weltweit ein Drittel der Bevölkerung eben als salzsensitiv gilt. Und da gibt es dann auch noch, weiß man auch, dass zum Beispiel Schwarzzonen mehr salzsensitiv sind, dass ältere Personen stärker salzsensitiv sind, dass adipöse Patienten, also adipöse Personen salzsensitiver sind. Man meint auch, dass, dass Frauen eher salzsensitiv sind als Männer. Das belegt eben die Literatur. Im Einzelfall muss man dann halt schauen, wo steht man. Mhm. Außer es gibt klare Indikationen. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass diejenigen, die nicht salzsensitiv sind, also zwischen 70 und 50 Prozent der Bevölkerung, auch nicht, also weder den Blutdruck steigern, wenn sie mehr Salz aufnehmen, noch ihn senken, wenn sie weniger Salz essen. Genau. In dem Aspekt ist es richtig so, genau. Wenn das reine Hypertoniker sind. Es gibt ja auch dann andere Indikationen, warum das sehr wohl Sinn macht. Die sind ja dann oft zum Beispiel nephrologisch auch erkrankt. Da hat dann der Hypertonus nicht, ist das nicht der einzige Grund für die Salzernährung. Jetzt haben wir so oft schon Salzarm und Salzreduktion und den Nachteilen des übermäßigen Salzkonsums gesprochen. Frau Dr. Brückemann, was sind denn, also wir wissen, gut 80% der Salzaufnahme kommen über verarbeitete Lebensmittel. Was sind denn hier die Hauptquellen? Also in unserem Kulturkreis, weil das liegt ja sehr an den Ernährungsgewohnheiten, ist es das Brot. Und zwar nicht wegen dem, also zunächst das Brot an erster Stelle. Und zwar nicht wegen dem hohen Salzgehalt, sondern einfach wegen den relativ großen Mengen, die wir an Brot essen. An zweiter Stelle kommen Fleischerzeugnisse und dann an dritter Stelle Käseprodukte. Und das zusammen, die drei Gruppen machen etwa 60% aus des Salzes, was wir so täglich zu uns nehmen. Und natürlich dann wieder auch in Abhängigkeit der Gesamtmenge, die wir dieser Lebensmittel aufnehmen. Und der Rest kommt dann eben aus Snacks und oder eben Produkten, die wir seltener essen. Wenn man jetzt Salz einsparen will, dann kann man natürlich auf der einen Seite weniger Brot, weniger Fleischwaren und weniger Käse essen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Bestrebungen der Hersteller, Salz in den Produkten zu reduzieren. Und Sie sind ja da am Max-Rubner-Institut auch damit beschäftigt, Strategien zur Salzreduktion in Fleischwaren zu entwickeln und in Projekten umzusetzen.
wo liegen hier die Herausforderungen oder vielleicht können Sie einen Status quo vom aktuellen Projekt berichten? Ja, also wir haben ja den Auftrag bekommen gehabt vom Bundesministerium, uns darum zu kümmern. Und mein Institut, wir haben bei uns erstmal Projekte angelegt, die eigentlich alle Funktionen des Salzes betroffen haben. Also wir haben ein Projekt kreiert, wo wir uns angeschaut haben, ob man durch Umami-stimulierende oder Kukumi-stimulierende Substanzen den Salzgehalt, den Geschmack erhalten kann. Wir haben des Weiteren uns um die technologische Wirkung gekümmert. Wir haben hier geguckt, wie alternative Salze, also Mineralsalze, die eben nicht Natrium als Anion haben, wie deren Wirkung ist und was der Wirkungsmechanismus ist, ob die eine andere, also die Funktionalität das gleiche ist, wenn wir die Proteine aufschließen, ob man hier, wie man die Mengen berechnen müsste. Salze unterscheiden sich sehr, sehr stark in ihren chemischen Eigenschaften, in den Ionenstärken oder auch in den Ionendurchmessern. Und hier war nicht ganz klar, was die Mechanismen sind. Darum, um dann eben gut Rezepturen berechnen zu können und zu sagen, wenn ich jetzt Natrium ersetzen möchte durch ein Kaliumchlorid, wie viel kann ich denn dann nehmen oder ist es die gleiche Menge? Wie berechne ich das überhaupt? Ist das äquivalent? Und dann haben wir uns auch noch die mikrobiologische Wirkung angeguckt. Und des Weiteren ist ein Verfahren, es gibt natürlich auch technologische Verfahren eben, um den Proteinaufschluss besser hinzubekommen. Und das kann ich einmal eben durch einfach mechanischen Krafteintrag machen oder eben ein Verfahren, was auch immer wieder in der Diskussion steht, ist eben Hochdruck, die Hochdruckbehandlung. Und die Hochdruckbehandlung haben wir uns für Fleischerzeugnisse genauer angeschaut. Einmal eben technologisch, wie weit kann man runtergehen im Salzzusatz, um immer noch eine gute Brühwurst zu machen. Könnten wir da die Mindermengen machen? Oder eben können wir auch, wenn wir schon produzierte Produkte haben, durch eine Hochdruckbehandlung die Freigabe von Salzionen so das forcieren, wenn die schon verpackt sind durch einen Hochdruck, sodass man die dann auch als salziger empfindet. Das wird immer wieder berichtet, dass man solche Effekte sehen kann. Und dann hat der Hochdruck noch eben den Vorteil, dass es ja auch eine mikrobiologische Sicherheit gibt, weil der Hochdruck auch Bakterien tötet. Und dazu haben wir dann auch gearbeitet. Und im Rahmen dieser Arbeiten kamen wir vor immer mehr Herausforderungen. Man macht dann ja immer mehr Erfahrungen. Und dann hat uns dann vor allen Dingen als allererstes Mal, weil wir irgendwo immer beurteilen mussten, wie wirksam sind jetzt die Maßnahmen, die wir hier ergreifen. Und da haben wir angefangen festzustellen, dass wir erstmal gucken müssen, welche Reduktion in einem Salzgehalt wird überhaupt wahrgenommen von Menschen und wie gut sind Menschen da drin. Also wenn ich jetzt 0,1 Gramm reduziere, wie viel Prozent der Bevölkerung nehmen das wahr und wo liegen hier eigentlich die Präferenzen? Bleibt das gleich? Also ich meine, wenn ich jetzt einen sehr hohen Salzgehalt habe, Sie kennen das alle, wenn Sie sich das im Moment vorstellen und Sie so einen richtigen Salzbrand im Mund haben, dann ist da erstmal lange nehmen Sie nichts mehr wahr, nicht wahr? Und wenn ich dann sage, davon ziehe ich jetzt jetzt wäre das bei uns in einem Produkt vielleicht 2,6 Gramm, wenn ich dann das auf 2,5 Gramm reduziere, dann nehmen Sie nicht wahr, nicht wahr? Und weil Ihr Mund sowieso so brennt. Aber ist das dann der gleiche Effekt noch, wenn wir von der Ausgangslage bei 1,6 Gramm auf 1,5 oder 1,4 Gramm reduzieren? Diese Dinge haben wir dann auch noch überprüft für Fleischerzeugnisse. Normalerweise heißt es ja immer, dass man eher nur sehr, sehr graduell und langsam runtergehen kann. Wenn ich mich daran erinnere, dass in Österreich hat es vor gut 10 Jahren, 2011, ein Reduktionsprojekt bei Gebäck und Brot gegeben, wo das Ziel war, innerhalb von 4 Jahren um 15% zu senken, weil die Konsumenten sonst nicht mitgehen würden.
meines Wissens fehlt die Schlussevaluierung bei dem Projekt, aber ist das auch Ihre Wahrnehmung gewesen, dass man einfach wirklich sehr, sehr langsam reduziert oder ist es beim Salz ein bisschen anders, als es bei anderen Geschmacksstoffen vielleicht der Fall ist? Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Produktgruppe. Wenn wir zu Fleischerzeugnissen kommen, ist es eher eine recht salzige Produktgruppe, nicht wahr? Also eine Rohwurst oder ein Schinken, ein Rohschinken sind mit 3-4% Salz, je nach Trocknungsgrad dann auch, wenn die gut abgetrocknet sind, natürlich sehr salzig und die schneidet man ja dann auch entsprechend dünn auf. Und wenn Sie ein Brot nehmen, das hat wesentlich weniger Salz, da glaube ich, dass man das empfindlicher wahrnimmt, also eine Salzreduktion im Brot. Dazu kann ich mich aber auch nicht genau äußern, weil ich das nicht wirklich untersucht habe. Ich kann sagen, wir haben uns fokussiert auf so Brühwürste, eben die klassischen Wienerle oder Knackwürste oder Aufschnittware. Und hier haben wir festgestellt, dass selbst große Reduktionen von 0,4 Gramm von 65% unserer Prüfer nicht wahrgenommen wurden. Ich war im Dreieckstest, die konnten das nicht rausschmecken. Das kann natürlich auch der besonderen Situation geschuldet sein. Also hier muss man immer wieder bedenken, dass man, wenn man so eine sensorische Prüfung macht, länger kaut als normal. Und ich glaube, das wäre so überhaupt die allererste Maßnahme. Das wäre aus gesundheitlichen Gründen immer zu empfehlen, länger zu kauen und sein Essen gut einzuspeicheln. Wenn man das macht, dann wird sehr viel mehr Salz freigesetzt, als wenn man nur ganz kurz kaut und runterschluckt. Und das haben wir natürlich, wie gesagt, in solchen sensorischen Situationen, dass man da sehr lange kaut und dann auch eine höhere Salzigkeit Wahrnehmung hat. Das heißt, das langsame Essen, mehr kauen, sich Zeit lassen, hat eigentlich in vielerlei Hinsicht einen positiven Effekt. Also nicht nur, dass man sagt, man fördert die Genussfähigkeit generell, sondern man hat natürlich auch mehr Geschmack davon. Frau Leopold, ist das auch eine Empfehlung von Ihnen, wie man zu einer geringeren Salzaufnahme kommen kann? Bezüglich, dass ich jetzt auf Tauben besonders, ich lege schon auf Genuss auf alle Fälle Wert, aber im Sinne dessen, dass man sagt, langsam kauen, um bewusster wahrzunehmen und das, was in die Richtung. Also weniger so, wie Sie jetzt das vorgeschildert haben, aber gibt es viele Möglichkeiten, einfach die Leute zu dieser Salzarme. Ich glaube, Sie hängen gerade. Darf ich noch mal um die Frage bitten? Die Frage war am Anfang, ob das lange Kauen und Zeitlassen auch von Ihnen ein Tipp sozusagen ist, sich einer salzärmeren Ernährung zu widmen, um einfach die Salzgraduierung herunterzusetzen, beziehungsweise welche Maßnahmen oder welche individuellen Ratschläge Sie Ihren Klientinnen und Klientinnen geben. Im Sinne eines Genusstrainings, dass man die Leute sollen langsam essen und gut kauen und um einfach den Geschmack, den natürlichen Geschmack des Lebensmittels wahrnehmen. Denken wir an Biol, wie schmeckt Kraut zum Beispiel. Ja? Und sich in dem Sinne schon. Und sonst an und für sich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite, dass man den Leuten, dass man so quasi Schwerpunkte setzt, dass sich der Patient überlegt, habe ich das richtige Lebensmittel gewählt? Also, dass er so quasi Lebensmittel sich auch, die salzarm sind. Und dafür darf ich vielleicht ganz kurz, weil das jetzt auch die Wurstwarm betrifft, gibt es von den Diätologen Referenzwerte, ab wann, wie viel Grad drinnen sein dürfen, dass Wurst oder Wurstwaren, Fleischwaren als salzarm gelten. Zum Beispiel, wenn der Wert über 1000 Milligramm Natrium beträgt, dann wird das Lebensmittel nicht empfohlen. Und wenn der Wert unter 450 Milligramm Natrium liegt, dann wird das Lebensmittel empfohlen. Und alles, was drin liegt, ist dann mehr. Und das betrifft sehr wohl dann Wurstwaren, weil man da
konkret anschaut, aha, laut Nährwertanalysen, welche fällt da hinein, welche, ja, und etwas wie UND 450 wäre nur als Beispiel für eine Lebensmittelauswahl, wäre dann einfach das Fleisch selber, was sie einfach naturbelassenheit halt dann zubereiten können. Und dann wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, Frau Dr. Brüggemann, bei diesen Werten, jetzt fehlt mir ein bisschen die Zuordnung, wenn ich höre 400 Milligramm, in welcher Kategorie oder was Sie zwischen 400 und 1000, abgesehen vom Fleisch, bleibt mir noch irgendeine Wurst übrig oder ist das dann? Ja, ja. Also ich glaube, wenn ich das kurz hochrechne, da sind wir irgendwo bei 2,5% Kochsalz. Da bleiben Ihnen eigentlich vom Kochschinken über die Liona viele Produkte. Ja. Was da also wirklich betroffen sind, ja, sind die Rohwürste und die rohen Schinken, die außerhalb dieses Bereiches liegen. Das heißt, das Portfolio ist ja eigentlich noch relativ breit, auch selbst wenn ich sage, ich gehe da ein bisschen herunter. Sie haben es vorher beide eigentlich schon indirekt auch ein bisschen angesprochen gehabt, auf das Thema Kalium, auf der einen Seite bei den Salzersatzmitteln und auf der anderen Seite, wenn wir bei Bluthochdruck weiterdenken, gibt es ja auch diese klassische Dash-Diet, wo man weiß, wenn man voll kaliumreich auch isst, also viel Obst und Gemüse, viel Vollkornprodukte, Milchprodukte, dass ja Kalium als Antagonist zum Natrium und zu Chlorid ja sehr, sehr wesentlich auch ist für die Funktionen und ja ebenfalls für die Regulation des Blutdrucks relevant ist. Wie funktioniert das beim Kaliumchlorid als Ersatzmittel? Ist das der Modus oder ist das einfach nur sozusagen, dass man das Ion austauschen? In Teilen, in vorsichtigen Dosen. Das Problem beim Kaliumchlorid oder auch beim Magnesiumchlorid ist, dass die so bitter sind und dann eben wirklich einen anderen Geschmack in Lebensmitteln auslösen. Und deswegen haben viele solcher Ersatzsalze dann entweder Bittergeschmacksmaskierer noch eingemischt oder eben man kann sie nur in einem begrenzten Anteil einsetzen. Ansonsten könnt ihr das dann eigentlich man mischt dann in der Rezeptur die Salze. Genau. Und das ist dann wirklich, und da können Sie dann anfangen zu spielen. Dann muss man sich fragen, ob man das dann wirklich immer als Chlorid macht oder ob man nicht ein anderes Anion nimmt. Beliebt ist hier auch Kaliumlaktat. Und hier gibt es wohl die Idee, dass in Abhängigkeit des Anions eben die Frage ist, wie stark die Bitterkeit ausgeprägt wird. Dass es da Unterschiede gibt, dass ein Kaliumchlorid einfach bitterer wahrgenommen wird als ein Kaliumlaktat. Und hier gibt es Forschungsbedarf und das muss einfach auch durchgespielt werden, um dann wirklich gute Ersatzempfehlungen machen zu können. Wir sind jetzt schon mal froh, dass wir zeigen konnten, dass die Funktionalität dadurch nicht beeinflusst wird. Und jetzt muss man dann eben sehen, wie sich das dann auf den Geschmack auswirkt. Es gibt auch weitere, in Fleischwaren gibt es auch, zum Teil werden auch weitere noch Konservierungsstoffe eingesetzt, die natriumhaltig sind, eben wie das Nitrit dann häufig. Und hier ist dann eben die Frage, ob man nicht einfach diese ersetzt durch Kalium, also als Kaliumverbindung einbringt, um dann schon mal Natrium einzusparen, eine gewisse Menge. Weil das Nitritbröckelsalz sollte man ja nicht reduzieren, oder? Nein, oder aber man kann es als Natriumnitrit einbringen oder als Kaliumnitrit. Und das ist und dann ist es so, dass wir, wenn wir Salz reduzieren, häufig dann auch für eine bessere Wasserbindung und Textur Phosphate einsetzen und dort eben dann auch Natriumphosphat normalerweise eingesetzt wird. Und hier stellt sich eben die Frage, ob man das dann nicht vielleicht auch durch Kaliumphosphat ersetzen kann. Das ist ein Weg, den man in Finnland gegangen ist und mit dem man dann auch nochmal eine gute 10-prozentige Reduktion erreichen konnte. Das hat die Krux, die geschmackliche Akzeptanz dann. Ja,
Das ist ganz klar. Also einfach austauschen und zu 100% austauschen funktioniert nicht. Wir haben mal so, als wir unser Projekt hatten, haben wir uns auf einer Messe in Verbindung gesetzt mit den Herstellern, den Ingredients-Herstellern und haben sie gefragt, was sie so an Natriumreduktionslösungen anbieten und haben die getestet. Und da waren dann, wir haben praktisch eingesammelt, was die Hersteller anzubieten hatten und haben dann die Produkte auch angefertigt nach ihren Anweisungen. Das führte dann dazu, dass die Natriumreduktion sehr unterschiedlich war, weil je nachdem, was das für eine Mischung war. Und dann hatten wir Produkte, die zwischen 17% und 47% Natrium eingespart hatten und haben die in die Sensorik gesteckt. Und dann muss man sagen, dass alle Produkte von den Prüfern als weniger salzig wahrgenommen wurden als die Kontrolle, die klassisch hergestellt wurde. Und leicht und dann eben auch bitterer, teilweise war auch die Textur verändert. Aber grundsätzlich hat das nicht dazu geführt, dass sie einen schlechten Gesamteindruck bekommen haben. Also es war offensichtlich so, dass man die Veränderungen im akzeptablen Bereich waren. Ne? Das heißt, es wäre eine Frage der Gewöhnung auch. Ne? Ja, es ist eine Frage der Gewöhnung und teilweise, ich weiß, ein Produkt war sehr gut, das ist von den Prüfern auch als besser noch eingestuft worden als unsere Kontrolle. Also da gibt es sicher Raum und auch weitere, also da gibt es ja noch weitere Versuche auch mit Algenzusätzen und da kann man sicherlich auch gute Produkte machen. Algenzusätze bringen mich jetzt assoziativ zum Thema Jod. Weil ja gerade Binnenländer, wie Österreich vor allem, ein Jodmangelgebiet auch sind und ja auch in Deutschland es einige Gebiete gibt, wo die Jodversorgung nicht ganz grandios ist, sagen wir es mal so. Gleichzeitig haben wir bei der Salzreduktion, es wird im Haushalt mit den unterschiedlichen Salzen, ob das jetzt das grobkörnige Meersalz ist oder so, ja oft auch Salze verwendet, die weniger jodiert sind. Und auch in der Lebensmittelherstellung werden ja nicht immer jodierte Salze verwendet. Ist das etwas, wo man jetzt sagen kann, da sparen nur die Hersteller oder ist das einfach nur nicht so trivial, dass man jodiertes Salz verwendet? Ja, es gab da halt also große Sorgen, weil Jodsalz eben auch flüchtig sein kann und es eine flüchtige Form gibt. Da liegt es ganz klar dran, wie es eingebracht wird. Das so, die Fragen, die sich hier stellten und auch die Befürchtungen waren, dass das Jodsalz eben, weil es flüchtige Formen bildet, an sich nicht stabil ist. Wenn Sie also praktisch dann einen Sack Salz einkaufen und der steht, Sie verarbeiten den langsam, dass sich dann der Gehalt immer wieder verändert und Sie am Ende eigentlich viel Geld für ein Produkt bezahlt haben, was gar nicht mehr existiert. Und ähnlich ist es dann für die Produkte. Auch da hatte man Sorgen, dass eben die Produkte über die Lagerzeit auch so viel verlieren. Das haben wir untersucht am Max-Rubner-Institut und für eigentlich alle Lebensmittelgruppen. Und wir können sagen, dass eigentlich, wenn das Salz also trocken gelagert wird und als Jodat eingearbeitet wird, stabil ist. Wenn aber natürlich Feuchtigkeit rankommt, dann passiert da was, dann verliert man da tatsächlich auch etwas. Und dass für viele Produktgruppen wir eigentlich auch keine Lagerungsverluste hatten. Wir können sagen, bei Fleischwaren war es eigentlich für so Brühwürste in Ordnung. Das hat gut geklappt. Mhm. Bei den Rohwürsten wiederum haben wir Verluste gehabt. Also da ist es nicht so stabil. Das kann auch am niedrigeren pH-Wert dann noch liegen. Und dass es dann eben auch sich wieder umbildet in die flüchtigere Form. Außerdem haben wir ja die Fermentationsprozesse durch die Mikroorganismen im Produkt und die könnten das natürlich auch reduzieren. Aber für so emulsionsbasierte Brühwürste, da funktioniert es. Kochschinken auch, da könnte man das einsetzen.
Das heißt, da gibt es eigentlich noch Potenzial nach oben, um mehr Brotsalz auch zu verwenden und auch Einsatzgebiete, die jetzt nicht technologische Beschränkungen haben oder mikrobielle. Ja. Frau Leopold, schön, dass Sie wieder da sind. Sie kommen und gehen uns immer. Ich hoffe, Leitung bleibt wieder ein bisschen stabiler. Wir waren gerade beim Thema Jod und angereichertes Jodsalz. Wenn wir jetzt sonst mit dem Salz sparen und auch wenig angereichertes Salz haben, was kann man denn tun, um die Jodversorgung hinaufzuschrauben? Man hat auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man sagt, man versucht es sich zuzuführen oder durch jodreiches Mineralwasser. Ich habe Sie jetzt verloren. Ich bin mir, Frau Dr. Brückemann, sehen Sie die Frau Leopold noch oder ist sie uns sozusagen abgestürzt? Dann werden wir wahrscheinlich beim Thema Jod gerade eine Pause machen, aber wir können es auch zusammenfassen, indem wir einfach viel Seefisch und Algenprodukte auch aufnehmen. Mineralwässer hat die Frau Leopold auch noch erwähnt gehabt. Genau. Jetzt ist sie ganz weg, ne? Jetzt ist sie wieder ganz weg. Frau Dr. Brückemann, dann kommen wir vielleicht einfach noch mal mehr zu den Fleischprodukten und zu den zu den Themen, die Sie in Ihrer Strategie der Salzreduktion auch bei den Fleischwaren haben. Ich nehme wahr, dass bei Projekten, vielleicht müssen wir doch den Slot nützen und Frau Leopold, sind Sie? Die Verbindung ist offenbar sehr, sehr wackelig. Tut mir leid, auch an alle Zuseherinnen und Zuseher, dass man da ein bisschen herumstolpern sozusagen. Dann gehen wir vielleicht doch einmal, Frau Dr. Brückemann, ich wollte jetzt eigentlich noch einmal schon wieder zurück zu Ihrem Projekt und vor allem zu einem Thema dann noch kommen, was glaube ich bei vielen so Programmen auch immer wieder schwierig ist, nämlich die Evaluierung und die Wirksamkeit der Reduktionen. Ist das etwas, was Sie auch festgestellt haben oder hat man von Anfang an auch immer wirklich die guten Parameter, wo man sagt, da misst man richtig, da hat man die richtigen Endpunkte im Kopf oder gibt es da etwas, wo Sie anderen Branchenkollegen vielleicht oder auch für andere Branchen etwas weitergeben können, wenn man an Salzreduktion arbeitet, wo man ansetzen muss oder was man im Vorfeld einfach auch schon beobachten und beachten sollte? Also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, war auch schon bei der Literaturdurchsicht, dass wenn man die Versuche plant, es gibt sehr viele Veröffentlichungen, wo man immer wieder Ansätze zur Salzreduktion geprüft hat. Aber man hat, und das muss ich für mich auch sagen, also zuerst im ersten Ansatz, wir haben vergessen, die richtigen Kontrollen einzubauen und dass man eben auch als Kontrolle immer wieder dabei hat, nicht nur die Maßnahme, also eben der Anteil Mineralsalz, den ich beimische und Salzersatzstoff, sondern auch, also nicht nur die Maßnahme kontrolliert gegen die normale Menge Salz, sondern auch immer nochmal kontrolliert einfach gegen eine einfache Salzreduktion. Dass man einfach sagt, also ich gehe von meiner Kontrolle auch nochmal mit -20% Kochsalz da rein und gucke, was dann passiert. Weil am Ende ist das die Frage, die man sich stellt. Also man sagt, hättest du das denn gebraucht? Welcher Anteil wird denn jetzt wirklich geliefert von dieser zusätzlichen Maßnahme, den ich mache? Das kann ich nicht direkt vergleichen dann. Und das haben wir auch gesehen, dass es in der Literatur sehr oft fehlt, weil wir und wir glauben eben, dass man in einem ersten Schritt auch ganz einfach schon mal einen ordentlichen Schritt Salz so reduzieren kann, ohne dass sich viel am Produkt ändert, also von den heutigen Verhältnissen. Das andere, was wir festgestellt haben, war, dass so eine Salzsensorik auch nicht so ohne ist, wie ich das vorher schon mal angedeutet habe.
Tatsächlich sehen wir eine schlechte Wiederholbarkeit bei Prüfern an verschiedenen, vom gleich, also zwischen Prüfern gibt es sehr, sehr große Unterschiede in der Wahrnehmung der Salzigkeit oder bei Bitterkeit ist das auch extrem. Ich habe ja lange in Dänemark gearbeitet. Dort hatten wir unser Sensorik-Panel, weil es wohl auch unterteilt in Menschen, die propsensitiv sind. Es gibt genetische Variationen auch in den Geschmacksrezeptoren und auch an der Anzahl der Geschmacksknospen auf der Zunge. Und eine Art, das zu testen, ist eben PROP, ist die Abkürzung von der Verbindung. Ich müsste immer eben nachgucken, wie sie lang ausgesprochen und kompliziert heißt. Das ist sicherlich eine wichtige Information, die man auch einholen sollte über sein Pendel, ob man eben diese genetischen Supertester darunter hat, die eben schon sehr empfindlich auf kleine Variationen reagieren und die ins Verhältnis setzen zu den anderen, die vielleicht viel unsensibler sind in dem Bereich, nicht? Und dann haben wir eben außer der großen Variation zwischen den Prüfern und Konsumenten, die alle getestet wurden, also nach DIN-Vorschrift auf Salzempfindlichkeit, das muss man immer noch festhalten, die haben alle den Test bestanden, waren trotzdem extrem variabel und sie sind, wenn man das dann mal wiederholt, das gleiche Produkt mehrfach serviert, nicht sehr gut wiederholbar gewesen. Und das erschwert natürlich die Untersuchung und auch eben erhöht ganz einfach die Anzahl an sensorischen Tests, die man machen muss, bis sich ein klares Bild abzeichnet. Das ist als Trost an alle, die keinen Effekt finden und die anderen, die Effekte finden. Wenn wir dann signifikante Effekte finden können in der Sensorik, dann können wir uns auch richtig sicher sein, dass das große Effekte sind, die mit Sicherheit dann auch in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Das ist die positive Betrachtungsweise des Problems. Aber da kann man wirklich darauf hinweisen, das lässt sich nicht schnell machen, nicht schnell mal eben machen. Aber für den Alltag bedeutet das ja eigentlich auch, dass wir einfach von Tagesverfassung zu Tagesverfassung offenbar sehr, sehr unterschiedlich salzig wahrnehmen. Das heißt, was ich gestern als viel zu salzig wahrnehme, ja, kann heute schon ganz anders sein. Und ist sehr, sehr variabel dann. Ja, also und ich weiß nicht, also ich beobachte das bei mir persönlich auch. Also ich bin natürlich jetzt auch sensibilisiert durch unsere Versuche, aber mir fällt das auch für mich auf. Es gibt Tage, da ist alles zu salzig, nicht wahr? Und es wäre sicher ein normaler Salzgehalt. Und es gibt andere Tage, da salze ich wirklich nach. Ne? Und woran das liegt, weiß ich leider nicht. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die man mal irgendwie weiter verfolgen muss. Ja. Ob das auch mit dem Trinkverhalten zum Beispiel auch zusammenhängt oder mit restlichen Konsummustern. Ja, das glaubt man auch. Also, aber wie gesagt, da kann ich immer gut sehen, die Unterschiedlichkeit zwischen den Prüfern, dass das auch viel mit den Essgewohnheiten zu tun hat. Ich habe ja eben, wie gesagt, ich bin ja nach Dänemark gezogen und habe dort gearbeitet. Und in Dänemark war so national, hat man sehr viel salziger gegessen. So, genauso wie eben Finnland ja auch so extrem hohe Salzgehalte hatte. Und wenn ich habe die erste Zeit, also bei Sensorikprüfungen auch, was die dänischen Studenten und Kollegen gut fanden, das war einfach eine Nummer zu salzig für mich. Und nach einem Jahr oder zwei habe ich mich dran gewöhnt. Wenn wir dann nach Frankreich gefahren sind, da wurde noch weniger salzig gegessen als in Deutschland. Dann war alles zunächst fad, aber nach dem dreiwöchigen Urlaub schmeckte das gut. Dann wieder nach Dänemark zurück, war wieder alles viel zu salzig. Also es war ein permanentes Hin und Her. Also insofern, das lässt sich, das ist recht flexibel und umschaltbar. Durch die Ernährungsgewohnheiten. Frau Leopold, das ist vielleicht auch gleich ein Thema, wo wir bei Ihnen nochmal anhaken können und hoffen, dass die Verbindung hält. Wie, wenn die Frau Dr. Brückemann erzählt, eben, es ist viel an Gewöhnung, wenn es einmal zu salzig ist, dann ist es einmal zu wenig salzig und das ist einfach eine Frage des Habitus.
Wie vermitteln wir weniger Salz oder eine salzärmere Ernährung? Was sind da so Ihre Empfehlungen? Es ist immer so verlockend, wenn die Frau Leopold doch im Bild ist, dass die Verbindung hält. Vor allem, weil sie mir im Vorfeld auch einiges mitgegeben hat an Food Pairing und an ungewöhnlichen Würzungen und sehr, sehr kreativen Varianten, die ich leider jetzt alle nicht mehr replizieren kann, aber die hoffentlich vielleicht auch noch in den nächsten Minuten von mir persönlich nochmal kommen können, weil alles, was an Kräuter und mit Tee, mit geschmackvollem Alkohol, das war auch eine interessante Variante. Oder eben auch mit Vanille zu würzen. Da hat sie einen ganzen Blumenstrauß sozusagen an Ideen, den wir noch ganz gerne abgeholt hätten. Aber ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr in den nächsten Minuten schaffen können. Was wir anbieten können jedenfalls ist, dass wir es nachreichen, dass Sie sonst auch Ihre Tipps gerne, dass wir sie auf die Webseite zum Talk dazugeben, wer nachlesen mag, wie man sonst in der eigenen Küche auch ganz gut andere Geschmacksnuancen, andere Aromaprofile entwickeln kann und so einfach von hohen Salzigkeitslevel vielleicht ein bisschen runterschrauben kann, ist sicherlich eine interessante Variante. Und ja, sonst denke ich, haben wir einen guten Bogen gespannt über die technologischen und mikrobiologischen Herausforderungen und Möglichkeiten. Und die halte ich nochmal inne, weil vielleicht noch eine Chance besteht. Frau Leopold, hören Sie uns? Nein, ich glaube, da bleiben wir bei der Textvariante. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Frau Dr. Brüggemann, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, für die stabile Leitung, für die interessanten Inputs und auch die schönen Erklärungen und Einblicke, die Sie mit Ihrem Projekt auch haben und auch zu sehen, dass es doch weitaus mehr möglich ist, als man gemeinhin vielleicht glauben mag und gleichzeitig aber auch vieles nicht so trivial ist, wie man vermuten möchte. Wir wissen und haben von der Frau Leopold gehört, es ist eine J-Kurve sozusagen, was den Salzkonsum betrifft. Wir haben wenige, die zu wenig essen, aber die haben dann natürlich auch große Probleme. Und all jene, die salzsensitiv sind, sind natürlich gefordert und auch jene, die mit den kardiovaskulären Risiken hadern, sind gefordert, hier vor allem Salzkonsum zu reduzieren. Da können wir auf der einen Seite bei den großen Hauptquellen ansetzen, bei Brot, bei den Fleischwaren, bei Käse und generell mehr auf die salzärmeren Lebensmittelgruppen einfach hinsetzen oder eben auch einfach direkt bei der Zubereitung dann einsparen und natürlich auch auf jene Produkte, die ohnehin dann schon eine erfolgreiche Salzreduktion durchgemacht haben, zugreifen. Ich darf mich bedanken nochmal auch bei Ihnen, Frau Leopold, vielleicht hören Sie es ja doch noch, auch wenn ich Sie gerade nicht sehe. Frau Dr. Brüggemann, nochmal auch herzlichen Dank für die Zeit, für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung benötigen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Office-Adresse. Wenn Sie noch nicht unseren Newsletter abonniert haben und immer up-to-date sein möchten, dann können Sie auch das auf unserer Webseite tun. Wir haben demnächst wieder mehr Programm und mehrere Talks geplant. Wir stehen in den nächsten Wochen dann auch online. Und ja, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Bitte schön.